Hi, willkommen zu meinem ersten Video 2023. Ich habe mir heute überlegt, wir machen App gecheckt, um ganz bei der Wahrheit zu bleiben. Ich war die letzten Tage schon einkaufen, habe über Too Good To Go, das Video wird übrigens nicht von dem bezahlt, also ich teste es einfach mal aus, weil ich Bock drauf hatte, ein bisschen eingekauft, habe mir Magic Bags geholt. Ich zeige euch jetzt gleich, wie die App funktioniert. Dafür gucken wir dann direkt in die App rein, die ich auf meinem Handy habe. Könnt ihr, glaube ich, im Play Store und App Store runterladen. Das Geheimnis an der ganzen Geschichte soll sein, ihr kauft Lebensmittel ein für einen kleinen Betrag und rettet sie so vor der Mülltonne. Die Geschäfte machen damit angeblich keinen Gewinn, sondern decken bloß ihre Unkosten, die sie fürs Rausgeben haben. Seid einfach gespannt, was ich die letzten Tage festgestellt habe. Hier seht ihr das Hauptmenü der App. Ich habe ein bisschen schon rumgescrollt. Oben könnt ihr gezielt suchen, beziehungsweise wenn ihr noch weiter hochscrollt, eure Postleitzahl festlegen und welchem Umkreis ihr einkaufen wollt. Wir haben jetzt hier Backwaren, nochmal Backwaren und wieder Backwaren, sogar von Starbucks. Also anscheinend war ich sehr aktiv auf Backwaren. Hier unten hatten wir wieder Backwaren und hier das Mittagsangebot. Hier gibt es was aus der Wärmetheke vom Tankstellenshop. Mittagessen, vermutlich die Reste vom Buffet aus dem Hotel. Der Kochlöffel ist bereits ausverkauft. Hier gehen wir mal drauf und schauen weiter, was es noch gab. Nichts mehr. Hier hätten wir auch mal abends was Richtiges zum Essen vom Grillbuffet. Eine Magic Bag, das kann eigentlich immer alles enthalten. Wenn ihr euch nicht sicher seid, mal draufdrücken und dann wird hier beschrieben. In diesem Bereich, was es hier gibt, aber hier haben wir wieder einmal Backwaren. Also insgesamt finde ich die App auf den ersten Blick sehr backwarenlastig. Hier gibt es was zu essen aus dem Restaurant. Allerdings die Abholzeit 21:30 Uhr oder hier bei diesem Restaurant 22:30 Uhr, 23 Uhr. Da ist Essen meistens schon vorbei. Hier haben wir das Asia-Buffet. Ich denke, ich werde heute mit Backwaren starten. Ich habe mich jetzt hier entschieden für ein Backwarenpaket. Das Ganze angeblich reduziert von 12 Euro auf 4 Euro. Also einmal auf Reservieren. Alles klar. Und hier könnte man normalerweise die Anzahl erhöhen. Da ist aber nichts mehr zu machen. Das Ganze bezahlen wir mit PayPal. Und hier nehme ich euch raus. Und da sind wir wieder. Ich habe jetzt eingekauft. Bewerten möchte ich das Ganze gerade nicht. Und jetzt ploppt meine Bestellung hier unten auf mit der Abholzeit. Ich habe jetzt noch bis 12 Uhr Zeit, im Laden aufzutauchen. Und wenn ich im Laden bin, dann hier eben diesen Code. Und zum Abholen klicke ich hier drauf und muss es dann hier unten entwerten. Das mache ich jetzt aber nicht, sonst ist mein Lebensmittelpaket weg. Und wir machen das Unboxing vom ersten Rewe-Einkauf, den wir gerade gemacht haben. Für 4 Euro bekommen wir von Rewe eine Packung Toast, eine Packung billigen Toast, noch eine Packung Toast, eine Packung Toast. Noch eine Packung Toast, also es sind jetzt insgesamt schon 4 Packungen Golden Toast, 5 Packungen Golden Toast und zweimal Ja Butter Toast. Rewe, so stellt ihr euch Backwaren vor. Das war mal ein harter Fail. Wir machen Frühstück. Für den nächsten Check habe ich mir Ergo Gourmet in Nürnberg rausgesucht, 3,50 € und hier gibt es irgendwas vom Kantinen-Mittagstisch. Schauen wir mal, wie das läuft, nachdem wir heute so viel Toast erhalten haben. Die Bewertungen sind relativ gut. 5 Für morgen früh werde ich mir dann noch ein Frühstück bestellen. Ich denke, ich nehme das von Ibis oder Novotel. Für das nächste Teil auf unserer Too Good To Go Liste
habe ich mir den Ergo Gourmet rausgesucht. Ich fahre jetzt allerdings schon seit 10 Minuten um das Gebäude rum von der Ergo und finde das Ganze nicht. Jetzt gucke ich mal rein und ich glaube, ich habe da zwei Pakete bestellt für insgesamt 7 Euro, was wir da bekommen. Das war jetzt richtig verrückt. Ich bin an den Haupteingang gegangen. Dort war dann die Thekenfrau, die eigentlich die Besucher reinlässt, und der haben sie eine Box hingestellt, um die Gerichte warm zu halten. Und für 7 Euro gibt es einmal Reis mit Hühnerfrikassee. Was ist das, das Frikassee? Und das ist Weißkohl. Und hier einmal Gnocchi mit was Vegetarischem drüber und Tomatensauce. Dazu einen grünen Salat, einmal rote Beete, eine Butterbrezel und ein Brötchen für 7 Euro. Und die Gerichte sind noch warm. Nachdem ich jetzt ewig im Stau gestanden bin, machen wir jetzt mal den Check, ob das Zeug auch schmeckt, wenn es schon günstig ist. Ich fange mal an, hier mit diesem Gnocchi. Was dürfte da drin sein? Das könnten hier irgendwelche Selleriestücke sein, eine Tomatensauce. Reingepiekt mit ein bisschen Schnittlauch, Zwiebeln. Ist essbar. Wir sind hier ein bisschen zu fad, aber ist okay. Als nächstes das Geschnetzelte. Das hier könnten Spargel sein. Erbsen und Hähnchen hat man mir gesagt. Das nehmen wir auf eine Gabel mit dem Reis, mit noch mehr Erbsen. Wie kriege ich jetzt den Wirsing noch dazu mit rein? Ha! Die Nummer hier drüben schmeckt ein bisschen wie aus der Dose. Also ergo dafür kein großes Lob. Dann mit reingepackt noch ein bisschen rote Beete-Salat. Länger eingelegt, wahrscheinlich auch aus der Packung. Und der hier, der gefällt mir besonders gut. Frischer Salat durchgemischt mit ein bisschen Paprika, Gurke und einem Dressing. Der kommt hier nicht so geil raus. Ist okay. Was ein bisschen schade ist, ich habe mir extra Tupperware mitgenommen zum Einpacken. Das kommt alles hier in Plastik. Das war nicht so genial. Das hätte mich ein bisschen mehr gefreut, wenn wir das Ganze in unsere eigene Tupper mitgenommen hätten und dann so gleich aufbewahrt hätten und wieder warm machen hätten können. Aber so ist es okay, geschmacklich für 3,50 Euro auch vollkommen vertretbar. Mein Favorit dann doch eher das hier als das hier und der Salat, nicht der rote Beete-Salat. Guten Morgen, es ist wieder mal Frühstückszeit. Deswegen heute holen wir uns vom Novotel für insgesamt 9 Euro zwei von den Frühstückspaketen. Wir fahren direkt an den Empfang, melden uns dort und schauen mal, was rumkommt. Wir haben eigene Tupper dabei, falls sie es anbieten, dass sie es einpacken. Laut der App wird es aber vorgepackt. Wir berichten gleich. Wir haben zwei Pakete abgeholt. Dann schauen wir hier mal in die Tüten rein. Auf den ersten Blick erkenne ich Brötchen, Croissants, ein Ei und hier drüben dasselbe, was in den Pappboxen ist. Das zeige ich euch dann zu Hause. Ich musste jetzt doch schnell während der Fahrt nachschauen. Also wir haben Käse, etwas Wurst, ein paar Bratwürstchen, ein bisschen Speck und Eier. Also eigentlich ein komplettes Frühstück. Fangen wir den Tisch an. Rührei und hartgekochte Eier. Einen ganzen Schwung Käse. Dann kommt dazu Putenbrust, Schokobrötchen, Bamberger oder Croissants, Buttercroissants. Ein paar Brötchen, verschiedene Ausführungen. Und hier was von der Pfannentheke, Bacon, Bratwürstchen und noch Aufschnitt. Nach unserem Frühstück heute Morgen vom Hotel hole ich mir jetzt hier was vom Backkönig Nürnberg. 16.10 Uhr bis 16.20 Uhr für 2,50 Euro. Fürs Zahlen lasse ich euch mal wieder weg. Rette eine Magic Bag mit leckeren Backwaren. Ich werde berichten. Ich bin am nächsten Spot angekommen und schau mal, was ich diesmal kriege für meine 2,50 Euro. Jetzt würde ich euch gerne gleich ein Feedback geben, aber schaut es euch einfach mal selber an. Wir haben hier diese zwei Tüten mit belegten und hier einmal komplett voll bis oben hin.
Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich pack's euch später zu Hause aus auf ein Tablett und dann schauen wir es nochmal an. Aber das hat sich richtig gelohnt. Die Semmeln kennt ihr ja schon, einer hat es nicht mit aus dem Auto geschafft. Und dann aus der Tüte gefüllte Taschen mit Feta Spinat, so eine Käsestange mit Wiener Würstchen, Kaiserbrötchen, Schnittbrötchen, auch hier hinten noch ein paar, Brezeln, Pfefferbrezeln, ein Apfelplunder und zwei Schoko irgendwas. Das alles plus eine Semmel, die fehlt, für 2,50 Euro. Und um das Experiment zum Ende zu bringen, hätte ich jetzt auch mal gern was aus einem Restaurant. Deswegen habe ich das Asia Lin rausgesucht. Das ist ein All-You-Can-Eat-Buffet-Restaurant bei mir ums Eck. 6 Euro für eine Magic Bag, die letzte, die da ist. Sehr gut bewertet. Da werde ich nochmal berichten. So, wir sind wieder zurück. Was kriegt man für 6 Euro bei Asia Lin? Wir gucken hier einmal rein. Ein bisschen Sushi. Ein paar Chicken Nuggets, oh, die sind warm, das Sushi auch angewärmt, ohne Fisch. Ein bisschen Hot Wings, das hier könnte Hähnchenfleisch sein und gebratene Nudeln. Ich will ganz ehrlich sein, für 6 Euro, wenn ich da beim Asiaten meines Vertrauens bestelle, bekomme ich da das gleiche, wenn nicht besseres und habe nicht diesen Teil Junkfood dabei. Eine herbe Enttäuschung. So, wir sind fertig mit dem Check. Fast eine Woche haben wir jetzt Too Good To Go ausprobiert. Was bleibt als Fazit nach der ganzen Geschichte übrig? Ich persönlich habe festgestellt, das Essen kann man sich meistens eigentlich schenken. Wenn ich zum Restaurant gehe, zahle einfach meinen normalen Betrag, suche ich mir mein Essen aus, das schmeckt mir, ich habe keinen bunten Misch und es kommt eigentlich vom Geld gleich hin. Was sich allerdings lohnt, und ich habe ja die App jetzt nicht nur die Woche probiert, sondern auch vorher schon ein bisschen, Bäckereien gehen eigentlich immer. Ihr habt einen relativ kleinen Preis. Der Rewe, der hat das Gegenteil bewiesen mit seinen 7 Packungen Toast, von denen übrigens 3 an den Nachbarn gingen, weil wir hätten sie einfach nicht verwenden können. Ich glaube, das Ablaufdatum war 3 oder 4 Tage. Da ging nicht mehr viel. Fazit, nutzt die App. Vielleicht, wenn ihr euch mal Gebäck holen wollt, am Abend und verwendet es am nächsten Tag. Ansonsten lasst es lieber bleiben. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich große Lebensmittelverschwendung entgegengewirkt habe. Besonders beim letzten, beim Asiaten, da lief eigentlich das Buffet noch. Man hat mir ein bisschen was runter eingepackt, lieblos zusammengeschmissen und das war dann mein gerettetes Lebensmittel. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie läuft es in eurer Stadt? Das Ganze jetzt natürlich nur repräsentativ für Nürnberg. Wie ist es bei euch? Oder nutze ich die App falsch? Muss ich auf etwas anderes achten? Schreibt mir auch das gerne drunter, mache ich gerne etwas besser. Ansonsten, bis zum nächsten Mal, macht's gut.